Hi Leute, ich zeige euch heute Nowboarding, neues Spiel von Tim Fowers. Von dem kennt ihr vielleicht auch schon aus meinen Videos Burgle Brothers. Und bei dem Spiel hier wollen wir Passagiere quer durch die USA transportieren. Das ist ein kooperatives Spiel. Wir haben quasi zwei Fluglinien und mit denen wollen wir eben die ganzen USA versorgen. Das Ganze gibt es nur auf Englisch bisher, war ein Kickstarter, ist vor kurzem eingetroffen und ich zeige euch heute mal, wie das Ganze funktioniert. Im Zweispieler-Modus geht bis 5 Spieler. Ja, je nach Spieleranzahl gibt es dann auch hier eine Karte. Der Unterschied in den zwei Karten, der ist auf dieser Seite. Hier sieht man so natürlich nicht. So, hier gibt es nämlich einfach noch Seattle da oben, einen zusätzlichen Flughafen und ein paar zusätzliche Verbindungen, aber Zwei-Spieler-Spiel. Gucken, ob ich das jetzt mit einer Hand wieder hinkriege. Yep. So, Zwei-Spieler-Spiel ist diese Seite, steht auch hier unten, 2 bis 3 Spieler. Und zusätzlich im Zwei-Spieler-Spiel nimmt man eben nicht nur den Seattle Airport, sondern auch den JFK Airport komplett raus, also alle Gäste, die von JFK oder nach JFK wollen, die werden rausgenommen. Also hier hinten sieht man immer an welchem Flughafen die starten. Und hier vorne sieht man, zu welchem Flughafen sie wollen, beziehungsweise hier unten auch nochmal, von wo sie gestartet sind. Und da muss man eben JFK auch noch komplett rausnehmen. Also im Endeffekt kann man sich die Karte hier eher so vorstellen. Gut. Dann sucht sich jeder Spieler einen Piloten aus. Ja. Ihr seht schon die Charaktere, wenn ihr genauer hinguckt, das sind die Charaktere auch aus Burgle Brothers. Das fand ich ein ganz nettes Gimmick sozusagen. Und jede Linie hat auf der Rückseite schon ihren Startflughafen stehen. Das heißt, da kommt das entsprechende Flugzeug hin. So. Hier rum die fliegen ist egal und jeder bekommt einen Sitzplatz, ein Triebwerk mit Stärke 3 und natürlich das Heck noch dazu passend. Und Besonderheit im Zweispielerspiel, also beziehungsweise erstmal vorneweg, was bedeutet die Farbe? Ihr seht hier, es gibt gewisse Routen, wie zum Beispiel die hier und die hier, die dürfen nur von einer Fluggesellschaft bedient werden und zwar von der Grünen. Ja, der Rote hier, der darf zum Beispiel diese Route und die Route hier oben fliegen. Ja, die darf sonst keiner fliegen. So, da es 5 Routen gibt und im Zweispielerspiel das sonst ein bisschen knapp wäre, darf sich jeder Spieler im Zweispielerspiel noch eine weitere Route aussuchen. Darf auch dieselbe sein wie der andere. Das kann man machen, wie man möchte. Ich nehme jetzt einfach mal für den Roten hier noch die orangene Linie dazu. Dann kann er auch noch hier und da unten rum, also mehr so die Langstreckenflüge bedienen. Und für den Grünen nehmen wir nicht die grüne, dann nehmen wir die lilane Route dazu. Dann kann er die ganzen Kurzstreckenflüge hier unten bedienen vielleicht. Genau. Dann werden natürlich die Passagiere hier aufgeteilt. Man sieht hier auf diesem Übersichtsblatt ganz schön, wie viele immer in einen Stapel kommen, wie viele Wetterkarten dazu kommen und wie viel pro Runde gezogen werden. Ja, das eben für 3 Runden. Wir spielen morgens, mittags und abends. Also nicht 3 Runden, sind mehrere Runden, aber für diese 3 Abschnitte, ja. Und wenn man das gemacht hat, wenn man das mit dem Setup fertig ist, kann man das Ding einfach rumdrehen und dann sieht man nachher, was für Upgrades man kaufen kann für seine Fluglinie. Apropos Upgrades, jede Fluglinie beginnt auch noch, egal ob 2 oder mehr Spieler, mit einem weiteren Upgrade. Und zwar kann ich mir entweder ein Geschwindigkeitsupgrade holen, also ich kann pro Runde ein Feld weiter fliegen, schneller fliegen, oder ich kann einen Passagier mehr mitnehmen. So, ich würde mal sagen, für die Langstreckenflüge nehmen wir mal einen Passagier mehr mit. Und für die Kurzstreckenflüge, die wollen wir noch schneller machen. So, jetzt können wir das hier auch noch ein bisschen anpassen. Und hier kommt noch ein weiteres Triebwerk dazu. So,
Genau. Das heißt, der hier kann jetzt zwei Passagiere transportieren und der hier dafür vier Felder pro Runde fliegen. Zusätzlich werden am Anfang zwei Passagiere, bevor man die Stapel hier neben diese Stapel zusammenbaut, werden zwei Passagiere gezogen, und zwar einer, der definitiv am Startort des einen Piloten startet und einer, der am Startort des anderen Piloten startet, damit man da quasi gleich was machen kann. Genau. Das war soweit das Setup. Es gibt zusätzlich noch VIP-Passagiere, mit denen man spielen kann, wenn man es gerne noch schwerer hätte. Die lasse ich aber mal raus. So, und jetzt beginnen wir einfach mal die Runde. Und zwar mit dem Wetter. Zuerst, wo gibt es einen Sturm? Den Sturm gibt es zwischen ATL und MIA. Das eine ist Atlanta, das andere habe ich schon wieder vergessen. Genau, Sturm. Also hier unten. Der Sturm verlängert quasi die Strecke um ein Feld. Ja, normalerweise ist hier nur ein Schritt. Und jetzt legen wir den hier einfach drüber und dann sind zwei Schritte nötig, um zwischen den zwei Flughäfen zu verkehren. Und dann gibt es irgendwo noch Rückenwind zwischen Denver und Atlanta und der macht genau das Gegenteil. So, wo haben wir es hier? Genau, das heißt, hier überdecke ich einfach einen dieser Punkte. So, das heißt, ich komme hier schneller auf dieser Strecke voran. Dieses Wetter bleibt für den kompletten Morgen bestehen und am Nachmittag gibt es dann anderes Wetter. Ja, beziehungsweise dasselbe Wetter, aber an anderer Stelle. So, jetzt haben wir pro Runde am Morgen kommt ein neuer Passagier dazu. Wir wissen, der kommt nach hier, Dallas. Ich hätte vielleicht vorher mal die ganzen Flughäfen auswendig lernen sollen, wenn ich das besser erzählen kann, aber okay. Geht schon. So, das müssen wir noch ein Stück runterrücken. Wir brauchen den Platz nachher noch. So, ganze Flieger kaputt gegangen hier. So, okay. Dann haben wir das soweit. Ach, das ist Miami natürlich. Okay. Steht zum Glück hier immer auf der Rückseite nochmal drauf, falls man spicken muss. Gut, dann haben wir das soweit vorbereitet und jetzt geht das Spiel eigentlich auf Zeit. Ja, also die Spieler haben jetzt kurz Gelegenheit, sich zu beraten, wer wie wo lang fliegt. Und dann wird hier eine Sanduhr gestartet. Und zwar für zwei Spieler eine 15, zwei oder drei Spieler eine 15 Sekunden Sanduhr und für vier oder fünf Spieler eine 30 Sekunden Sanduhr. Und in der Zeit kann man seine ganzen Aktionen machen. So, was haben wir für Aktionen? Wir können uns bewegen. Und zwar insgesamt während dieser ganzen Phase maximal so viele Felder, wie wir eben Antrieb haben. Das muss aber nicht am Stück sein. Ja. Ich kann Passagiere aufnehmen oder ich kann Passagiere absetzen. Ja. Und ich kann Passagiere nicht nur absetzen, wo sie hinwollen, sondern ich kann sie an einem beliebigen Flughafen absetzen, außer an dem, an dem ich sie gerade aufgenommen habe. Ja. Das heißt, ich muss auch nicht Passagiere komplett den ganzen Weg fliegen. Ich kann jetzt auch sagen, okay, hier, der will nach da drüben, nach Los Angeles. Ja. Und der startet in Atlanta. Ich habe aber keine Lust, den ganzen Weg zu fliegen. Und der andere, der kommt da eh vorbei. Das ist viel praktischer. Dann fliege ich den einfach hier nach Dallas, setze ihn da ab und der andere kann ihn in Dallas aufsammeln. Ja, sowas ist durchaus möglich. Macht jetzt in dem Fall vielleicht keinen Sinn, aber egal. Und genau, sonst, das ist diese gesamte getimte Phase. Ich mache es am Anfang erstmal ohne Zeit, vielleicht nehme ich nachher Zeit mit dazu, aber als Einspieler ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Aber das schauen wir mal, vor allem mit einer Hand. Ja, macht die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter mit auf Zeit. Gut, jedenfalls bevor dieser Passagier hier unten rumgedreht wird, wird die Zeit gestartet, beziehungsweise das Ganze eben gleichzeitig. Ja. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, okay, zack, die Zeit läuft und jetzt kann jeder seine Aktionen machen und gucken, was genau los ist. Der will zum Beispiel einfach hier zurück nach Atlanta. Gut, dann fangen wir mal an. Der Grüne, es spielen alle gleichzeitig, ja, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Der Grüne nimmt den Passagier hier auf und fliegt mal hier rüber.
Ja, 1, 2, 3. So, vier Felder darf er. Jetzt ist die Frage, fliege ich direkt weiter nach Los Angeles oder setze ich den Passagier an dem Flughafen ab und nehme dafür den nach Atlanta und fliege ihn wieder zurück? Ich glaube, ich fliege aber erstmal weiter nach Los Angeles. Das heißt, wir machen das so. Und der andere nimmt den hier auf, der nach Denver will. So, und fliegt dann eben seine drei Felder. 1, 2, 3. Setzt den Passagier in Denver ab. Und damit wird er zu Geld, und zwar 2 Dollar. Erster Verdienst. Sehr gut. So, das war die ganze Flugphase. Mehr ist nicht passiert. Ja. Und jetzt ist quasi die Zeit abgelaufen. Und jeder Passagier, der noch an dem Flughafen oder der an irgendeinem Flughafen steht, bekommt so einen roten Würfel. Das heißt, er ist unzufrieden. Ne? Er wartet da unnötig lange. Und ein Würfel ist aber noch nicht schlimm. Zwei Würfel sind auch noch nicht schlimm. Drei Würfel sind schon ziemlich kritisch. Sollte jemand einen vierten Würfel bekommen, dann wird er einen Beschwerdebrief schreiben. So, und das ist schlecht, denn haben wir drei Beschwerden am Spielende, haben wir das Spiel verloren. Ja, haben wir alle Passagiere glücklich an ihr Ziel gebracht, ohne dass drei oder mehr Beschwerden eingegangen sind, dann haben wir das Spiel gewonnen. Problem bei der Sache ist, nachdem die letzten Passagiere aufgedeckt wurden am Abend, hat man nur noch eine Runde, um möglichst viele ans Ziel zu bringen. Und für jeden Passagier, der dann nicht an seinem Ziel ist, sei es er ist im Flugzeug oder noch an einem Flughafen, für je zwei Passagiere wird dann nochmal eine Beschwerde eingereicht. Ja, also da kann es ganz schnell gehen. Mir ging es letztes Mal, ging es mir so, ich habe die ganze Zeit nur eine Beschwerde gehabt, alles gut, und am Spielende hatte ich halt einfach noch fünf Passagiere übrig. Das heißt, es wurden zwei Beschwerden eingereicht und ich hatte trotzdem verloren. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, so, machen wir erstmal weiter. Jetzt kriegen wir wieder einen neuen Passagier hier unten in Miami. Und wir können uns beraten. Achso, genau, in der Zwischenphase natürlich. Kann ich Geld ausgeben. Ich kann mein Flugzeug upgraden. Und zwar kann ich mehr Sitze bekommen, ich kann schneller werden oder ich kann neue Routen dazu bekommen. So, bei den Sitzen und bei der Geschwindigkeit gibt es ein Temporary Upgrade, also was ich nur einmal einsetzen kann. Entweder einen Sitz oder eine Geschwindigkeit. Wenn ich die kaufe, muss ich die nicht sofort einsetzen. Ich kann mir die dann auch aufheben, aber es kann dann eben auch kein anderer kaufen. Es gibt jeden Token nur einmal mit Absicht. Oder ich kann eben dauerhafte Upgrades kaufen, wie zum Beispiel einen zweiten Sitz, einen dritten Sitz, einen vierten Sitz, einen fünften Sitz oder eine vierte Geschwindigkeit, fünfte Geschwindigkeit, ne, Triebwerk. Und je nachdem, an welcher Stelle, also wie viel ich schon habe und wenn ich ein neues dazu kaufe, werden die immer teurer. So, und der rote zum Beispiel hat schon zwei Sitze, das heißt, der würde einen dritten Sitz dann direkt dazu kaufen müssen. Das wären schon 9 Dollar. So, dieser Passagier hat mir gerade mal 2 Dollar eingebracht. Das ist also noch ein langer Weg. Ich könnte für die 2 Dollar zum Beispiel hier so ein Temporary Seat dazu nehmen. Ich glaube, den brauche ich aber aktuell nicht. Geschwindigkeit wäre eher interessant. Die kostet auch nur 1 Dollar, aber es gibt kein Wechselgeld. Ne? Also da hätte ich auch wieder 1 Dollar quasi zum Fenster rausgeschmissen. Und das wollen wir nicht. So, der andere hat einfach noch kein Geld. Das heißt, da ist es sowieso uninteressant. Und ich glaube, wir können einfach weiter fliegen und schauen, wo uns die Reise hinbringt. Zum Beispiel könnten wir jetzt überlegen, der hier, der in Denver steht, könnte über Los Angeles nach Miami fliegen. Das ist allerdings schon ein ziemlich weiter Weg. Aber vielleicht fliegt er einfach nach Los Angeles oder er fliegt mal nach San Francisco hier oben, einfach um zu gucken, was da kommt. Wir sehen ja hier an dem Stapel oben als nächstes kommt jemand nach San Francisco. Das macht dann vielleicht mehr Sinn. Ja, und wir hoffen einfach, dass der Grüne jetzt schnell genug in Los Angeles über Dallas nach Atlanta und dann eben darunter nach Miami kommt, bevor der hier unten eine Beschwerde einreicht. Ja, ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. So, dementsprechend jetzt startet wieder die Zeit sozusagen. Der sagt hier 1, 2, 3, der sagt 1, 2, 3, ich setze meinen Passagier ab, verdiene 4 Dollar und drehe gerade wieder rum 4 und zack in diese Richtung.
So, Phase schon wieder vorbei. Gut, dafür hätten die 15 Sekunden jetzt auch gereicht. Das war noch relativ einfach. Aber momentan kommt ja auch nur ein Passagier dazu und da ist das alles noch recht übersichtlich. So, dann nächste Runde. Hier kommt wieder einer hin. Und die Zeit startet. Okay, der will nach Denver. Das heißt, den können wir aufnehmen. Drehen direkt wieder rum. 1, 2, 3. Nach Denver haben wir Glück gehabt. Das war einfach. Und der hier, 1, 2, 3, nimmt den in Atlanta auf. Und immer wenn ich einen Passagier aufnehme, werfe ich alle roten Würfelchen ab. Lege ihn in mein Flugzeug und sage 4 und dann bin ich da. So, wichtig ist, diese roten Würfelchen werfe ich ab, wenn ich den Passagier ins Flugzeug nehme. Wie lange der bei mir im Flugzeug sitzt, ist ihm egal. Ja, Hauptsache, es bewegt sich was. Auch wenn ich ihn dann zwischendurch an einem anderen Flughafen wieder absetze, dann sammelt er einfach wieder von vorne neue Würfelchen. Denn er ist ja schon mal weitergekommen und ob das jetzt in seine Richtung war oder nicht, das ist ihm eigentlich egal. Hauptsache, er sitzt nicht die ganze Zeit am selben Flughafen. Also ich kann auch einen Passagier, der von hier Dallas nach Atlanta will, kann ich erstmal nach San Francisco fliegen. Das ist ihm auch egal. Hauptsache, er sitzt nicht in Dallas die ganze Zeit blöd rum. Ja? So, weil im Flugzeug gibt es ja wenigstens was zu essen und Getränke, da ist alles gut. Okay, damit haben wir den Vormittag, den Morgen geschafft. Jetzt gibt es neues Wetter. Und zwar einmal hier zwischen LA und Dallas gibt es einen Sturm. Das ist schlecht, die Strecke war eh schon nicht kurz. Und wir haben Rückenwind zwischen Denver und Dallas. Okay, das ist diese spezielle Strecke, legen wir es mal dahin. Ja, das ist eine von dieser lila Route. Okay, so. Und jetzt kommen jede Runde 2 neue Passagiere dazu. So, hier kommt ein weiterer nach Miami und da kommt einer nach LA. Okay, so, jetzt können wir das Ganze mal auf Zeit probieren, jetzt wo es schwieriger wird. 15 Sekunden Timer, ne? Erst in Denver, nach LA fliegen macht hier sicherlich Sinn, damit der schon mal unterwegs ist. Außerdem kann ich hier die orange Strecke nutzen, ja, das ist eine seiner 2 Strecken, die er benutzen kann. Und er hier wird über Atlanta nach Miami fliegen. Und da zumindest mal einen der Passagiere aufsammeln. Vielleicht kaufen wir uns dann auch ein Temporary Seat Upgrade. Wir werden ja den in Atlanta rausschmeißen, kriegen 2 Dollar. Und für 2 Dollar kann ich eben so ein Temporary Seat Upgrade dann kaufen. Aber das kann sowieso nur zwischen den Runden passieren. Ne? Aktuell habe ich nur hier meinen 4 Dollar Typen und den will ich jetzt eigentlich ungern ausgeben für ein 2 Dollar Temporary Upgrade. Okay, dann starten wir einfach mal die Zeit und los geht's. So, hier wird aufgedeckt, der will nach San Francisco, der will nach Denver. Okay, 1, 2, wir schmeißen den hier in Atlanta raus. 3, 4, fliegen nach Miami, nehmen den auf. Zack, und der hier oben fliegt 1, 2, 3 nach Los Angeles, kann den aufnehmen. Und wir haben es geschafft. Ja. Im Endeffekt hätte ich die Passagiere auch erstmal liegen lassen können, hätte sagen können, okay, ich schaue erstmal, ob ich die wirklich mitnehmen möchte. Sie kriegen einen weiteren Würfel, das ist nicht schlimm, denn sobald ich sie aufnehme, ist sie ja wieder weg. Aber ich glaube, das macht in dem Fall schon Sinn, dass ich die zumindest mal einen Teil der Strecke weiterbringe. Okay, so, in der nächsten Runde, jetzt kommt hier nochmal einer nach Denver. Und einer nach Atlanta. Okay. So, jetzt kann ich... ich habe ja überlegt, ob ich mir hier so ein Temporary Seat Upgrade hole. Für 6 Dollar kann ich aber sogar hier direkt einen festen zweiten Sitz bekommen und kann mir noch ein Temporary Speed Upgrade holen. Ich glaube, das mache ich. Also, die 6 Dollar geben wir aus. Die legen wir mal da oben hin. Wir bekommen einen weiteren Sitzplatz. Nach vorne. So, richtig rum. Zack. Und das Temporary Speed Upgrade. So, das ist doch nicht schlecht. Okay. Die Passagiere habe ich schon verteilt. So, er will nach San Francisco. Das ist relativ einfach. Kann danach weiterfliegen nach Denver. Und er hier nimmt noch die Dame aus Denver mit, beziehungsweise sie, ist ja eine Pilotin.
nimmt die Dame von Denver mit und kann dann hier über diese Strecke fliegen. Die kann er ja, kann sie ja fliegen aufgrund ihres Upgrades hier bis nach Denver und dann eventuell noch nach San Francisco oder übergibt eben an den anderen. Das sehen wir dann einfach mal. Und den in Atlanta, den lassen wir vielleicht erstmal. Den nehmen wir vielleicht auf dem Rückweg mit. Ja, können wir schauen. Okay, dann auf die Plätze, fertig, los. Zack, in Denver will einer nach Atlanta, das ist okay. Und die will einfach nach Miami. So, wir packen diesen Passagier noch ein. Sagen 1, 2, 3, 4 nach DFW. Und ich gebe einfach mein Temporary Speed Upgrade schon mal aus und fliege noch eins weiter, 5 nach da oben. So, und der sagt 1, 2, schmeißt den Passagier raus und 3 fliegt darüber. Dann können wir da übergeben in Denver nachher. Kann ich zum Beispiel hier den nach San Francisco, übergebe ich an den Roten und drehe selber rum, nehme den nach Atlanta mit und dann fliege ich weiter nach Miami. Das macht doch Sinn. Klingt gut. Eine Runde machen wir noch, weil es gerade so gut läuft. Achso, ich habe, glaube ich, letzte Runde. Ne, die sind gerade erst aufgepoppt. Genau, ich hatte hier bei ihr unten, hatte ich vergessen, einen Würfel draufzulegen. Aber ist ja zum Glück nicht weiter schlimm gewesen. Ich habe sie ja eh gleich mitgenommen. So, dann und noch einer. Oh, zwei Stück in Miami. Das klingt nicht schlecht. Okay, Plan steht im Endeffekt schon und los geht's. Die zwei können wir rumdrehen. Okay, so, ich fliege jetzt hier eins nach Denver, gebe den Passagier hier auf und setze den hier einfach ab. So, der will immer noch dahin. Dann nehme ich den nach Atlanta mit. Bin erst ein Feld geflogen, das heißt, ich kann hier 2, 3, 4 fliegen. Und der Rote macht 1, 2, nimmt den hier auf und fliegt wieder zurück. 3. Puh, geschafft. Ich habe ganz vergessen, zwischendrin ein Upgrade zu kaufen. Okay, sagen wir mal, ich hätte hier für die $5 noch ein Speed-Upgrade gekauft, denn das hätte definitiv Sinn gemacht. So, dann hätte ich 4. Gut, ja, sagen wir einfach, ich habe es jetzt gemacht, ist wurscht. Wäre ich zwar schon ein Feld weiter, ist aber nicht so schlimm. Und ja, im Endeffekt gibt es jetzt wieder neue Würfel. Die hat schon 2 Würfel. Jetzt wird es langsam etwas kritischer. Wir kriegen neue Passagiere. Und beide nach L.A. Und genau, wenn sie jetzt noch 2 Würfel bekommen müssen, ist wichtig, nicht nur einen. 3 sind noch okay. Bei 4 wird erst die Beschwerde eingereicht. Dann hätten wir einen von 2 möglichen Beschwerden. Bei 3 haben wir eben das Spiel verloren. Ja, ich glaube, das reicht für einen ersten Eindruck. Hier dieser letzte Stapel, da wird es dann schon ziemlich haarig. Also ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Mal gespielt ohne Zeit, alleine mit 2 Fliegern. Und ich muss sagen, auch ohne Zeit ist es echt anstrengend, das Spiel zu gewinnen. Und gar nicht so einfach, bis man sich da so ein bisschen zurechtgefunden hat. Natürlich ist auch eine wichtige taktische Entscheidung, welche Fluglinien verwende ich und welche Fluglinien-Upgrades verwende ich und so weiter. Aber vielleicht kommen wir einfach erstmal direkt zum Fazit, bevor ich jetzt hier noch 3 Stunden vorher schon rum erzähle. Gut, also insgesamt erstmal von der Aufmachung her finde ich es echt schön gemacht, ja, schönes Material. Die Passagiere sehen immer gleich aus, wenn sie an den gleichen Flughafen wollen. Ja, das mag im ersten Moment ein bisschen langweilig klingen, ist aber ganz praktisch, gerade in der Hektik, weil ich anhand der Gesichter dann schon erkennen kann, wo sie hinwollen und nicht nur anhand der Buchstaben. Das ist ganz nett. Auch mit den Fluglinien hier, die sind alle recht einfach zu erkennen, wer welche Fluglinie da hat und so weiter. Und ja genau, die Pappmarker haben auch eine schöne Dicke und sowas, alles vom Material her echt schön gemacht. Genau, das Einzige, was mir vom Material her nicht so gefallen hat, sind die Sanduhren. Die sind an sich okay. Das einzige Problem ist, wir haben hier eine 30 und eine 15 Sekunden Sanduhr. So, stellen wir die mal nebeneinander. Welches ist die 30 und welches ist die 15 Sekunden Sanduhr?
das sieht man nur, indem man das hier macht. Ja. Man sieht dann, okay, die eine läuft eben doppelt so schnell durch wie die andere. Ja. Und ich habe wahrscheinlich gerade mit der falschen gespielt, aber ist egal. Ja, also das hätte man einfach irgendwo noch draufschreiben können, ja, welche die 15 und welche die 30 Sekunden Santo ist. Also wenn es irgendwo draufsteht, ich habe es vorher versucht zu finden, es steht, glaube ich, nirgends. Wie schon gesagt, wenn doch, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil, außer man hätte es dann größer draufschreiben müssen. Aber das war's. Ich finde es auch ganz witzig, wie dann die Flugzeuge nachher aussehen, aber dann so einen richtig großen hier... Airbus da rumfliegen hat oder was auch immer, das sieht dann schon ganz witzig aus. Wie schon gesagt, Schwierigkeitsgrad ist auch so schon nicht ganz gering, zumindest mit zwei Personen, mit mehr Personen weiß ich es nicht, da wird es dafür chaotischer, ja, weil es dann heißt, hier, ja, flieg du den dahin, ich übernehme ihn dann und dann fliege ich da wieder zurück und hier und da und überhaupt. Ja. Und das Geld teilt sich natürlich auch ein bisschen anders auf, dafür gibt es dann eben mehr Passagiere. Die sind irgendwo in der Box da hinten drin, für die ein oder zwei Flughäfen, die dann noch ins Spiel kommen. Sollte einem das trotzdem irgendwann zu langweilig und zu einfach werden, kann man sich noch VIP-Passagiere ins Boot holen. Ja, die werden hier einfach gemischt, dieser Stapel, und bei zwei Spielern zum Beispiel nimmt man dann vier Stück. So, nehmen wir einfach mal die obersten vier und dann steht hier unten immer drauf, okay, der Passagier will am Morgen fliegen. Der will am Nachmittag fliegen, der will abends fliegen und der will auch am Nachmittag fliegen. So, und dann muss ich irgendwann in dieser Runde eben sagen, okay, ich nehme jetzt einen VIP-Passagier dazu. Ja, sagen wir mal, schmeißen wir die mal gerade weg. Sagen wir mal, ich nehme jetzt hier einen VIP-Passagier dazu. Das sind trotzdem beides Los Angeles, hätte ich mal besser mischen müssen, deswegen war das so einfach. So, und bei dem zweiten Passagier, egal welcher das ist, das ist ja der, den ich da nicht sehe, also der letzte Passagier in der Reihe, der aufgedeckt wurde, das wird dann der VIP-Passagier. So, und dann haben wir hier zum Beispiel, das passt ja, das ist ein kleiner Junge, der kleine Junge ist noch etwas kleiner geworden, denn er ist ein schreiendes Baby. Ja, und alle anderen Passagiere in dem Flugzeug bekommen einen Ärgerwürfel pro Zug. Ja. Das heißt, da sammeln sich dann auch im Flieger noch diese Würfel an. Das ist natürlich besonders ärgerlich, macht die Sache auch nicht einfacher. Außerdem, VIP-Passagiere darf ich nicht länger am Flughafen lassen als nötig. Ne? Also ich muss den sofort aufnehmen. Wenn ich es nicht schaffe, den jetzt in der kommenden Runde aufzunehmen, dann wird er direkt Beschwerde einlegen. Ja, dann ist er direkt weg und geht direkt auf den Beschwerdestapel und dann bin ich natürlich ganz, ganz schnell bei drei Beschwerden. Also ich glaube, mit diesen VIP-Passagieren, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, da wird es richtig schwierig, gerade weil ich sie eben auch direkt mitnehmen muss. Dafür sind sie aber auch sehr lustig teilweise. Gut, hier haben wir einen, der ist einfach ungeduldig, ne? Hier, der drängelt sich immer nach vorne, der will immer der Erste in der Reihe sein. Hier haben wir einfach einen VIP, ne? Der will also so einen richtigen Celebrity-VIP, der muss einfach alleine fliegen. Oder hier einen Gefangenen, ne? Aus dem anderen Spiel von Tim Fowers, Fugitive. Hier wurde er gefangen und muss jetzt abtransportiert werden. Dann noch ein kleines Kind, ein ärgerlicher Typ einfach. Nervöser oder einen, der einen Direktflug gebucht hat. Ja? Das sind eben noch die möglichen VIP-Passagiere. Ja, insgesamt finde ich es ein sehr lustiges, kleines Spiel. Bisschen Stressfaktor dabei eben, wenn man das auf Zeit spielt. Man kann es aber auch durchaus ohne Zeit spielen. Ihr habt schon gesehen, bis auf die VIP-Passagiere gibt es hier auch sprachlich keine Hindernisse. Man muss eben nur einmal durch die Anleitung durchgehen und dann ist gut. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit als Variante, dass man sagt, man kann an einem Flughafen nicht nur Passagiere übergeben, sondern wenn beide gleichzeitig am Flughafen sind, das geht, man kann auch gleichzeitig auf demselben Feld stehen, aber gleichzeitig am selben Flughafen, dann kann ich nicht nur Passagiere übergeben, sondern auch Geld übergeben. Ja, kann sagen, hier, kauft ihr doch mal was Schönes,
so ein kleines Upgrade oder sowas, damit es für uns alle besser funktioniert. Denn es kann durchaus passieren, dass einer immer nur Passagiere an die anderen liefert und gar nicht selber dazu kommt, seinen Flieger mal abzugraden. Genau. Das war es, glaube ich, an dieser Stelle. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, das wird auch bald im Handel problemlos erhältlich sein. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch eine deutsche Version davon von Burgle Brothers. Gab es ja, glaube ich, auch eine. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Ciao!